Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft von der Sommer. Wo waren wir? Staffel 2. Eben mal kurz die Welt laden und die ersten Viecher auf der Farm bewundern. Hallo Viecher. Farm ist jetzt übertrieben. Das sind nun wirklich nicht viele. Ich möchte das, glaube ich, auch noch ein Stückchen größer bauen. Dafür werde ich jetzt einfach erstmal hier noch einen Zaun ziehen. Den mal kurz entfernen. Und das Gehege bis dorthin ausweiten. Der Stein muss dann mal eben weichen. Habe ich hier schon einen? Nein, habe ich nicht. Hallo. So, ihr müsst mich da mal bitte eben kurz durchlassen. Ja, das wird alles euer, wenn ihr mich denn hier mal machen lasst. Wenn ihr mich denn mal machen lasst. So, ja, da guckst du, wahr? Jo. Jo. Jetzt Vorsicht bitte, ich bin hier mit der Axt zugange. Nicht im Weg springen. Nicht in den Weg springen. Geh da mal bitte weg. Geh da mal bitte weg. So. Dann möchte ich... Ja, komm. Ja, du kleine Sau. Du kleine Sau. Habe ich noch so ein Eingangstor? Also ein Tor? Ja. Komm hierher. Komm hierher. Na komm. Ja, brav bist du. Danke. Hier eine Blume für dich, bitte. Ach, die kann ich da ja nicht rüberwerfen. So ein Mist. So. Obwohl, ich könnte natürlich den Bereich hier vorne lassen. Ist aber, glaube ich, nicht notwendig. Nein, notwendig ist es auf gar keinen Fall. Doppelten Gang? Nein, ich glaube, das muss nicht sein. Nein. Ich glaube, das kann einfach weg. Kann es. So. So, das wäre Farm Teil Nummer 1. Aber ich habe mir noch etwas anderes überlegt. Und zwar geht es mir immer auf den Keks, wenn die Viecherchen hier immer direkt mit raushüpfen wollen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich leg mal die Farm tiefer. Dann muss ich zwar wieder ein bisschen Knochenmehl verpflanzen hier und eine Treppe setzen, aber so im Großen und Ganzen glaube ich, hat das Vorteile, wenn ich sie jetzt einfach einen Block tiefer lege. Upsala. Nein, nicht in den Weg springen. Ja, brav seid ihr. So, ich habe keine Schaufel mehr. Na gut, dann ist das eben auch so. Und das macht nichts. Dupp, alles weg. Und gegebenenfalls muss ich in die Richtung dann doch noch ein bisschen ausweiten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ich es doof finde, wenn von dort überall irgendwelche Viecher hier reinspringen, irgendwelche Mobs, die Creeper oder so. Da erschrecken sich die Tierchen, die armen Kleinen ja auch. Und das muss ja eigentlich, muss das ja nicht sein. So, komm. Ja, jetzt werden die Schafe gleich erstmal ein bisschen verhungern, weil hier nichts mehr ist irgendwie. Oh, das kann man ja noch wieder ändern. Ein bisschen Knochenmehl wirkt da ja Wunder. Ups, fall da bloß nicht rein. Nein, du sollst mich da jetzt mal eben... So. Ja gut, hätte man erst machen sollen, hier das tiefer legen und dann die Viecher sammeln. Aber, falsche Reihenfolge, okay. Ist dann auch nicht ganz so dramatisch. Lass dich bitte hier nicht von mir jetzt schlagen, auch wenn du vielleicht drauf stehst. Das will ich nicht. Ich schlage keine Schafe. So weit, so gut. Habe ich eine Treppe dabei? Jawohl, habe ich. Wo ist der Ausgang? Da. Ja, genau. So. In der Hoffnung, dass ich das hier noch irgendwie dann geregelt kriege mit dem Rein- und Rausgehen. So, da ihr so viel Hunger habt, bitte.
Bitte schön. Bitte. Ach, da warte ich jetzt erstmal, bis es hier grün ist. Oh, so, ja, kommt nachher. Wird ja alles wieder schön grün für euch, versprochen. So, ich glaube, ich muss mal ein bisschen die Kisten jetzt ausleeren. Ich glaube, ich muss mal kurz die Kisten ein bisschen ausleeren. Die Kisten, nicht das Inventar. Und dann kann ich auch mit dem Bau des zweiten Geheges anfangen. So, ab nach oben. Ab nach oben. Ab nach oben. Was brauche ich denn dafür? Hallo, Mr. Creeper. Soll ich mal die Katze auf dich hetzen? Ja, die Katze? Pups. 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 Der ist ja witzig, der Creeper. So, alles aus Holz. Holz, 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 Holz. Erde. Erde, 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 Erde. Erstmal wieder alles weg hier, damit die Pflanzen, 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 Pflanzen. Das behalte ich bei mir. Das Mob Drop, Mob Drop, Mob Drop. Schießpulver kann weg. Das könnte theoretisch da sein. Ich habe keine Schaufel mehr. Eine Schaufel hätte ich aber ganz gerne. Die muss jetzt nicht mal aus Kabel nehme ich sowieso mit. So, die muss jetzt ja nicht mal aus Eisen oder so sein. Da kann ich ja auch einfach mal eine Steinschaufel nehmen. Und dann geht's mir ja schon gut. So, ich brauche Zaun. Zaun, 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 Zaun. In der Hoffnung, dass das reicht. Ich brauche mit Sicherheit einen Gatter. Und ich brauche wohl auch Futter. Was brauche ich denn jetzt? Irgendwas hatte ich gerade, was ich denn brauche. Pflanzen. Getreide brauche ich auf jeden Fall, um dann noch ein paar Viecher zu holen. Und. Ist da der Creeper jetzt explodiert? Nö, habe ich mich wohl irgendwie... Habe ich mich vertan. Schaufel, Zaun, Getreide, das Knochenmehl. Sollte eigentlich reichen. Reicht der Tag denn noch? Der Tag reicht nicht mehr. Mist. Nein, der Tag reicht nicht mehr. Ja, gut, dann werde ich mir wohl irgendwas überlegen müssen. Getreide ist auch noch nicht wieder gewachsen. Ja, da ist auch noch nicht alles grün. Aber ich kann ja rein theoretisch einfach nochmal hier ein bisschen an der Größe des schon fertigen Gestells arbeiten. Ein bisschen an der Größe und dafür muss man eben hier noch ein bisschen was weg. Oh, okay. Weg, du bist auch weg, weg. Weg, 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 weg. Da ist natürlich die Frage, ob denn dann auch noch die Steinschaufeln wirklich ausreichen. Weg, 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 weg. So, so ein bisschen so ein Halbkreis hier hin. Bis wohin muss er denn? Aha. Aha. Ich mach das mal mit einer Blume. Ah, hier habe ich noch die bisherigen Blumen. Das ist aber auch nicht... So, das muss ich, glaube ich, nochmal ändern. So ein Halbkreis. Ja, Baum, du darfst nicht stehen bleiben. Nein, du darfst nicht stehen bleiben. Du musst auch weichen. Oh, bist du so ein großer? Ich weiß das gar nicht. Mit der Axt geht das besser, ne? Ja, das ist ein etwas größerer Baum. Macht aber nichts. Auch den kriegt man klein. So, sollte es auch schon fast ja gewesen sein. Autschi. Autschi, Autschi, Autschi. So, weg, weg, weg. Es dünnt, es dunkelt gerade sehr. Ja, dann sollte ich jetzt
vielleicht eine Nacht mal drüber schlafen. Dupdi-dup-di-dup. Benehmt euch da unten. Oh, vielleicht zäune ich dann das Gehege auch komplett einfach ein. Das muss ich nochmal gucken, wie das denn nachher ausschaut. Oder ich ziehe den Zaun oben lang. Gute Nacht. So, guten Morgen. Hab die Luft. Und wieder nach unten. Noch ein bisschen rumbuddeln hier. Noch ein bisschen rumbuddeln. Ich fange auf der Seite an. Hallo Skelett. Na, du verbrennst ja gar nicht. Aber Knochen für Knochenmehl kriege ich von dir bestimmt. Das ist sehr, 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 sehr nett und aufmerksam von dir. So, hier weiter dahin. Ja. Auch ein bisschen abgerundet mal hier rumbauen. Ja. Und diesen Kram noch. Naja, so viel ist es ja nicht. So viel ist es ja nicht. Wird uns jetzt hoffentlich nicht den ganzen Tag beschäftigen. Das wäre ja voll doof. Aber die erste Schaufel ist schon weg. Die erste Schaufel ist schon weg. Ja, Block und Block buddeln, das habe ich im Haus gelernt. Da habe ich ganz viel weggebuddelt. Erde, Steine. Ja, ich habe den Creeper auch gesehen. Ich finde das nicht gut. Der will mir all meine... Ja, das ist doof, ne? Bloß nicht explodieren da unten. Nicht explodieren. Lass bitte die kleinen Viecherchen heile. Ja, lass sie heile. Danke für die Experience-Punkte. So. Wo will ich denn? Das kann ich, glaube ich, gefahrlos... Ja, ich will gefahrlos, weiß ich nicht. Ich werde da das Ding auf jeden Fall nochmal setzen. Und den Rest kann ich, glaube ich, relativ gefahrlos einfach mal bis hier hinsetzen. Dann kann das da weg. Und. So, hier noch ein bisschen aufräumen. Die Erde, ja, die Erde, die muss da weg. Und dann kann ich den, glaube ich, mache ich das, dass ich hier abschließe. Und ich werde das dann auch mal gucken, ob ich das denn so machen kann, dass da eben keine bösen Mobs rein können, aber kriege ich gar nicht hin, ne? Von daher, ja, von hier nicht. Ich müsste echt den ganzen Berg hier wegnehmen. Das habe ich ja nur eigentlich nicht vor. Ja, dann bleibt da halt ein gewisses Restrisiko für die Viecher da. Ich meine, die werden ja nicht angegriffen. Ist also nicht ganz so dramatisch schlimm. Zaun habe ich ja schon ausgewählt. Ich habe ja den Zaun schon ausgewählt. Den setze ich mal von innen drinnen. Und Buddel, ach, da muss auch ich hier wieder erstmal überall Erde verlegen. Ach, so Mist. Das ist ja, sieht ja sonst, das ist ja doof. Ich kann ja die Schweine und die Schafe hier nicht auf dem Cleanstone rumgrasen lassen. Das ist ja doof. Das macht man ja nicht. Natürlich habe ich wieder Schaufelmangel. Ist ja irgendwie auch kein größeres Wunder. Steinschaufeln halten ja nun nicht ewig. Ja, dann muss ich das wohl jetzt noch mal eben beheben hier. Dafür brauche ich Erde. Erde. Erde am Boden. Erde am Boden. So. Bitte schön. Da muss. Muss hin Erde. Muss weg Stein. Eigentlich wollte ich ja ein zweites Gehege machen und nicht das hier die ganze Zeit noch verbreitern, aber Viecher brauchen Platz für eine artgerechte Viehhaltung. Der Minecraft-Klotz-Schafe und Minecraft-Klotz-Schweinchen bedarf es eines gewissen Platzes. So, möglichst mit Ecken versehen. Möglichst mit Ecken versehen. Ach, jetzt habe ich die ja gar nicht hier. Die muss ich ja auch nochmal eben
Ja, den dann auch holen. Und den und den. So, so, so. War denn da hier noch? Ah, okay. Na gut, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Steinchen übersehen, die noch weg müssen. Und so, hier Platz für euch. Platz für euch, jawohl. Nein, spring mir doch da nicht hin. Oder hast du dich jetzt so gefreut, dass ich hier mehr Platz gemacht hat? Wolltest du mir einmal durchs Gesicht schlecken? Na, 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 was machst denn du da? Ja, du, dich mal, ich hab dich erwischt. Ja, steck mal ruhig den Kopf in den Sand. Das ist Erde, Herr Sommer. Das ist Erde. Upsala. So, ich müsste mir eben da was unter den Füßen weggraben. Zack, zack. Achtung, Schweinfeld. Bei Schafen geht das auch. Geht er weg. So. Dumm-di-dumm. So, gleich ein bisschen mehr Platz. Und genau das sollte eigentlich nicht so häufig passieren. Du sollst da weg. So, kann ich hier in aller Ruhe hoch. Ich glaube, so eine Treppe ist... Nein, nein, weg, weg. Geh weg. Geh dich im Dreck suhlen oder was du so machst. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Ach man, geh halt nicht. Oh, das ist immer noch nicht gewachsen. Ich hätte doch gerne so gerne... Wieso ist der da... Wieso ist der wohl... So. Noch mehr? Da hinten ist noch so einer. Hallo? Wieso? Wie kommt das? Habe ich hier einen Fehler gemacht? Oder passiert das einfach auch so? Ich habe einen Enderman gehört. Weiß aber nicht... Ach, ich habe ja hier eine Werkbank. Ah, cool. Die bleibt da auch. So. Oh, da mache ich da oben einen Zaun drumherum. Sieht auch blöd aus, ne? Oben einen Zaun drumherum sieht auch blöd aus. Tja. Wie mache ich jetzt? Egal. So, wo habe ich denn jetzt hier noch bitte schön Platz für ein zweites Gehüge? Ein zweites Gehüge? Weil ich brauche ja noch... Die sollte auch möglichst dicht irgendwo... Ich möchte ja auch noch eine extra separate Hühnerfarm haben. Ja, ich kann das immer so schlecht sehen, wenn das Geländer im Weg ist. Und irgendwann habe ich es doch auch mal... Schau, jetzt habe ich es... So, und dann würde ich sagen, machen wir die Hühnerfarm mal. Ja, weit weg von euch, Katzen, ja. Ja, die könnte ich ja vielleicht auch einfach irgendwo im Berg machen. Ja, genau, im Berg. Eine Hühnerfarm, Farm im Berg. Aber jetzt kann ich noch mal eben kurz Viecher füttern. Ach, na, muss ich mir eben aus der Hand nehmen. Ja. Nein, 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 nein. So, du darfst Liebe machen und du darfst Liebe machen. Du und du. So, du nicht. So, ich brauche ja mehr von euch. Und aus euch baue ich Flauxhol Sphinx. Jawoll. Ja, vielleicht sollte ich die vorher färben. Keine Ahnung. Ah, da wächst eine Ranke. Nein, Ranken sind doof. Wieso wächst da eine Ranke? Ranken dürfen da nicht wachsen. Da können die Viecher draus rauchen.